klappt nicht. Schwierigkeiten für Marie Frick, nachdem Mira Topic eigentlich eine gute Abwehr geleistet hat, aber relativ hoch ans Netz diesen ersten Ball schob. Marie Frick versucht über Kopf, aber Patti Thormann wird überspielt. Und damit der nächste Satzball für Dresden. Wehrt ihn ab. Kommt diagonal durch. Ausgangspunkt. Gute Annahme von Mira Topic. 25-25. Kerstin Scherlich macht sich so lang sie kann, kriegt den Ball aber nicht mehr. Aufschlag Nadja Schaus. Jump Floater. Gut. Henrike Thieme hat ihn. Patricia Thormann mit ein bisschen Glück holt sie den ersten Satzball für Schwerin. Schwerin dreht also diesen Satz rum. Macht kaum Fehler in dieser Phase. Dresden kann sich nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Geht doch wahrhaftig noch an Schwerin. Wendula Adlerover mit ein bisschen Glück trifft sie den Block und hinten die Abwehr kann den Ball auf Dresdner Seite nicht mehr holen. Puh, ein stark schweres Stück Arbeit für die Schwerinerinnen und vielleicht ein Knackpunkt in diesem Match. Bei mir ist jetzt eine weitere ehemalige deutsche Meisterin. Deutsche Meisterin aus dem Jahr 2007, Corinna Suschke. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Das dürfte Ihnen jetzt nicht so gefallen haben, wie der Satz ausgegangen ist. Ja. Kurzer Kommentar und Fazit dazu. Ja, natürlich hat mir das jetzt überhaupt nicht gefallen. DSC ist in den zweiten Satz sehr gut gestartet, haben Schwerin ganz sehr gut im Griff gehabt und zum Schluss stand Schwerin sehr gut im Block und damit haben sie einige gefressen. Und am Schluss hat es leider nicht gereicht. Das ist natürlich ganz schön am Mist. Ja, aus Sicht der Dresdnerinnen auf jeden Fall. Das waren 5 Satzbälle am Stück. Und da wurde es immer enger. Und ich sagte, die Blicke wurden bang und banger. Das war dann schon ein bisschen Zittern auf dem Feld, oder? Ja, Zittern würde ich nicht sagen. Ich denke, der DSC will heute unbedingt gewinnen. Und zurzeit steht die Annahme leider auch noch nicht sehr stabil. Aber ich hoffe, dass sie jetzt kommt. Kann man das so wegstecken? Das ist schon hart. Also den ersten Satz verloren, okay. Jetzt den zweiten, den vermeintlich schon in der Tasche gewähnten, doch noch herzugeben. Und 0-2 hinten zu liegen, insgesamt auch in der ganzen Serie schon hinten zu liegen, das ist vom Kopf her schon eine richtig harte Aufgabe jetzt, oder? Ist mental sehr schwer, aber ich kenne viele von Dresden, auch von den neuen Spielerinnen, und ich weiß, dass die alle sehr gut sind, auch im Kopf. Und ich hoffe, dass die weiterhin selbstbewusst reingehen und jetzt den dritten Satz hoffentlich gewinnen. Das wäre auch im Sinne aller neutralen Zuschauer sicherlich wünschenswert. Wir würden hier gerne weiterhin ein spannendes Spiel sehen. Corinna Suschke zurzeit in Tschechien unter Vertrag in Prosteo. Prosteo, genau. Ich muss erst mal kurz nachgucken. Ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht. Wie weit ist das eigentlich von Dresden weg? Von Dresden 3,5 Stunden mit dem Auto. Das geht ja gerade. Gut machbar. Deswegen, ich war die Saison sehr oft zu Hause. Das war natürlich überragend. Ja, schön. Und jetzt hat Dresden so lange in der Tabelle vorne gestanden und auch Suhl noch niedergekämpft. Und wir wollen es ja noch nicht verschreien, aber jetzt wird es richtig eng, oder? Noch auf dem letzten Meter. Es wird natürlich jetzt wahnsinnig eng und es wird jetzt eine Zitterpartie für Dresden, aber ich bin immer noch positiv gestimmt. Was müssen Sie machen? Was sind die Probleme, die Dresden hat? Schwerin ist sehr gut eingestellt einerseits, aber es sind auch Angriffsfehlannahmeprobleme. Wo würden Sie es orten? Ja, also die Annahme muss noch ein bisschen stabiler werden. Ansonsten ist es eigentlich nicht schlecht. Im ersten Satz waren viele Aufschlagfehler, das war zu viel.
Aber sie kommen immer mehr ins Spiel und wir werden sehen. Okay, ich merke, hier wird noch gehofft. Ist ja auch verständlich und völlig berechtigt. Noch ist nichts entschieden, wie das so ist im Volleyball. 3 Gewinnsätze sind. Und deswegen, Corinna, will ich Sie entlassen. Vielen Dank für das kurze Interview. Vielleicht sieht man sich anschließend nochmal. Der dritte Satz geht los mit Aufschlag Dresden und einem schönen Schnellangriff durch die Mitte von Nadja Schaus. Das muss man zugestehen. Nadja Schaus hat sich sehr gut entwickelt in Schwerin, muss ich sagen. Sie ist jetzt neu auf der Mittelblockposition. Sie hat vorher über Außen oder über Diagonal gespielt. Und ich bin sehr positiv überrascht. Ich habe auch das Spiel in Schwerin gesehen und sie macht das wirklich gut. Sie werden sich in der Nationalmannschaft, denke ich, dann spätestens wiedersehen, richtig? Genau so sieht das aus. Okay, dann herzlichen toi, toi, toi und danke Ihnen. Tschüss. Und es geht gut weiter für Schwerin. Und es muss sich jetzt zeigen, ob Dresden noch mal in der Lage ist, zurückzukommen unter den Augen des DVV-Präsidenten Werner von Moltke. Annahmeproblem Dresden. Gegenangriff Schwerin. Patricia Thormann, der war gut. Linienrichterin. Sie zeigt den Ball hinein. Janita Richter. Ein schnelles 3-0 und Alexander Weibel muss diesem Treiben Einhalt gebieten. Alexander Weibel und seine Dresdnerinnen. So lang geführt in der Tabelle. Die Frage, die fand er Quatsch, aber es ist schon bitter. Sollten sie dieses entscheidende Finale jetzt hier nicht für sich entscheiden können. Schwerin ganz klar oben auf zu Beginn des dritten Satzes. Dresden gelingt hier im Moment noch nichts. Annahmeprobleme. Und der Angriff versucht irgendwie an Land zu kommen. Guter Aufschlag Mira Topic. Gret Müller auf die Netzkante. Und so wird er auch gegeben. Ja, keine Blockberührung entscheidet das Schiedsgericht. 5. Punkt in Folge. 5-0 Schwerin. Gret Müller, jetzt kommt sie durch. Der erste Punkt für Dresden über die Außenangreiferin. Sichere Pass auf die 4. Einer Block. Nadja Schaus in der Mitte geblieben, musste mit ihrer Mittelangreiferin mitspringen. Und jetzt wird Julia Retzlaff abgeblockt. Maren Apitz zum wiederholten Male stellt einen guten Block und hat Erfolg. Da passte es nicht im Angriff von Schwerin, Gegenangriff über Grit Müller. Nein. Diagonal ins Aus und da war auch kein Block dran. Weit und breit. Nächster Fehler, Dresden. Aber das sieht im Moment gar nicht gut aus. Schwerin spielt sich hier in einen Rausch, in einen Lauf und Dresden bekommt im Moment kein Land in Sicht. Alexander Weibel will nicht schon in diesem frühen Stadium seine zweite Auszeit nehmen, muss zusehen. Jetzt bei 8 würde es die technische Auszeit geben, aber den würde er gern vermeiden, den 8. Punkt gegen sein Team. Und das tut er auch. Stefanie Karg macht den
dritten Zähler für Dresden. Ins Aus, dieser Aufschlag. Und zwar von Silvia Sperl, die jetzt im Spiel ist für den Dresdner SC. Und da ist sie, die Auszeit. Das ist nochmal der letzte Ball von Silvia Sperl, ja, diagonal, klar ins Aus. Das kommt dann auch noch dazu. Man muss einerseits Risiko gehen, andererseits irgendwie wieder rankommen. Und die Mischung, die hat hier nicht funktioniert bei der Nummer 1 der Außenangreiferin und Annahmespielerin Silvia Sperl. Auch sie erst 19 Jahre alt. Weitere Prominenz hier in Dresden, das ist der Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière, neben dem Vorstandsvorsitzenden Dietrich des Dresdner SC. Diagonal, knallhart. Dresden wechselt. Der Doppelwechsel. Linda Heldauf kommt als Zuspielerin. Und Danny Mancuso ebenfalls im Angriff. Die Nummer 6, die Amerikanerin. Alexander Weibel muss reagieren, muss handeln. Und da klappt es auch. Mit ein bisschen Glück durchaus. Linda Heldauf gleich mal durch die Mitte. Gespielt auf Stefanie Karg. Und die findet den Weg am Schweriner Block vorbei. Und sie ist jetzt draußen. Saskia Hippe kriegt eine Pause. Soll sich sammeln. Und muss zusehen, ob ihre Kolleginnen es schaffen. Und der war gut, der wird weiterlaufen gelassen von Manfred Brommert. Harry Frick schön gedreht und noch zugespielt in die richtige Richtung. Dann weiß Berit Kauffeld, was man mit so einem Ball machen kann. Spielt ihn relativ locker. Hier erst nochmal die schöne Abwehraktion. Und dann der Ball. Aber es geht schon wieder weiter. Den Schwerin verwandeln kann am Ende. Friederike Thieme kriegt den Ball nicht übers Netz, ärgert sich. Ja, da sieht man, da fehlt es an der Sicherheit. Und das ist bitter. Die Bälle. Sie wusste, dass er auf sie kommen würde. Steht nicht optimal, ist fast 2 Meter weg vom Netz. Und sie versucht einen lockeren Schlag in den Block, damit er nochmal aufgebaut wird. Trifft ihn nicht richtig. Der Ball bleibt an der Netzkante hängen. Und jetzt nimmt Alexander Weibel, hat er genommen. Die letzte Auszeit, die ihm zusteht in diesem dritten Satz. Die letzte Auszeit in diesem Spiel. Die letzte Auszeit in dieser Saison? Fragezeichen. Die Schale, sie liegt bereit. Aber beim Volleyball ist erst Schluss, wenn der Matchball verwandelt ist. Und genau so muss Dresden jetzt in dieses Spiel reingehen und weitermachen. Abgepfiffen. Technischer Fehler, zweimal berührt nacheinander beim Pritschen.
Der Ball sicherlich auch feucht, wenn nicht sogar nass von so einem Ballwechsel. Und dann rutscht er schon mal durch die Finger. Schwerin ist 8 Punkte vorne, 12-4.